Macht eine Divination, ist ausgetappt. Oh, das wäre so schön. Ah, ich glaube, wir werden einfach mal jetzt, wenn ausgetappt ist, hier mal ein Storm the Festival rausknattern. Oh, das ist ja ein ziemlich schlechtes Storm the Festival. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Solaris Climbed the Ladder. Diesmal mit Sultai Ramp und ich verspreche hoch und heilig, das wird vorerst das letzte Deck sein, das Issikas Chariot featured, das ich hier in dieser Reihe mit aufnehme. Aber es ist immerhin nochmal etwas ganz anderes als das Celestia Landfall Deck, das wir beim letzten Mal gesehen haben. Auch hier ist wieder der Core Gameplan relativ klar. Wir versuchen mit Mana-Beschleunigungen wie Prosperous Innkeeper und Tangled Florahedron möglichst schnell eine Turn 3 Issikas Chariot zu casten. Hier, wenn wir Blau dazu nehmen, bekommen wir aber noch Root Koi Creeper. Und ganz, ganz wichtig in meinen Augen auch, daneben, dass Issikas Chariot ein Pfeiler des neuen Standards ist, Renan 7 ein Pfeiler des neuen Standards ist, Goldspan Dragon ein Pfeiler des neuen Standards ist, so ist auch sicherlich Alruns Epiphany eine dieser Karten. Und das verbindet das ganze Element nochmal. Also wir haben hier wieder Issikas Chariot und die Ren Combo, aber wir können uns jetzt auch trotzdem extra Züge gönnen. Das Ganze machen wir noch so ein bisschen, packen wir noch ein bisschen Removal dazu. Wir haben einen Infernal Grasp und Meathook Massacre als Wrath-Effekte. Als Removal haben wir Culling Ritual für kleine Kreaturen, Binding the Old Gods, was theoretisch alles trifft, auch die gegnerische Chariot und Grafted Identity, die den Vorteil hat, wenn man sie mit Storm the Festival findet, muss man die Extrakosten nicht bezahlen, also nicht extra noch eine Kreatur opfern tatsächlich. Und ansonsten haben wir hier eine klassische Sultai Shell tatsächlich. Im Sideboard, in einem blauen Deck darf der Malevolent Hermit nicht fehlen. Irgendwie hätte ich gerne 4 gehabt, aber es haben nur 3 ins Sideboard reingepasst. Skyclave Shade gegen andere Control-Decks, genauso wie Toski. Koma passt natürlich auch sehr gut. Gegen aggressive Decks haben wir noch ein Culling Ritual und 2 Infernal Grasp im Sideboard. Outland Liberator hat sich auch als super, super starke Sideboard-Karte herausgestellt. Wir wollen in dem aktuellen Format Artefakte und Enchantments zerstören. Wir haben auch hier ganz unten noch ein zweites Meathook Massacre, sodass wir insgesamt auf 4 Wrath-Effekte kommen, wenn wir ganz, 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 ganz dringend nötig haben. Das ist meine Variante von Sultai Ramp. Die Deckliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr natürlich auch den Daumen-Hoch-Knopf und den Abo-Knopf, über den ich mich sehr freuen würde, wenn ihr die beiden drücken würdet. Aber jetzt zeigen wir erstmal ein paar Games mit Sultai Ramp auf der Mythic Ladder. So, Runde 1. Gegner fängt an, ist aber okay. Wir können das aufholen mit unseren 12 2-Mana-Rampern. Bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Sultai Ramp so auf der Ladder performt. Also es sieht auf jeden Fall technisch ganz gut aus. Hier, das hatte ich gerade schon im Testspiel. Wir nehmen einfach auch immer sehr viele Mulligans gerade. muss man halt mit leben. Dann lege ich wohl das Tangled Florahedron weg und sage einfach, na gut, wir haben ein Removal-Spell. Und wir haben Turn 2 Prosperous Innkeeper into Turn 3 Issikas Chariot. Frostboy Snarl sieht so ein bisschen nach Dragons aus. Gar kein Bock auf Dragons, ehrlich gesagt. Smoldering Agons. Ja, ich werde trotzdem den Innkeeper spielen. Ah, das sieht nicht so aus, als hätte unser Gegner noch viele Länder. Frostboy Snarl into Shatterskull Smashing oder Shatterskull bedeutet, dass unser Gegner nicht viel Auswahl bei den Ländern hat. Das heißt, es könnte durchaus sein, ist jetzt nicht der Fall, Riverguide Pathway wurde getopdeckt. Es hätte gut sein können, dass unser Gegner ein Spell spielen muss, um Landdrop zu hitten. Und dann hätten wir die Chance gehabt, vielleicht Issikas Chariot zu resolven. Das haben wir jetzt leider nicht. Dementsprechend vertelle ich hier einfach erstmal die Epiphany und mache aber nichts weiter. Gehe mal davon aus, dass jetzt End of Turn Juan Pablo noch ein bisschen was machen wird. Wir hätten hier Issikas Chariot slammen können, aber das kann man sich eigentlich gegen Dragons nicht erlauben, die 5 Karten auf der Hand haben und nur ungetapptes Mana. Sicherlich wird jetzt irgendwie Consider oder sowas passieren. Divide by Zero. Interessant, also ist es vermutlich eher dieses Control-Deck, ne? Davon habe ich gestern im Stream gehört, tatsächlich, dass man Start from Scratch, oh boy. Start from Scratch, um mir nochmal eben schnell ein Damage zu drücken. Geil. Nee, nicht ein Damage zu drücken, um das Ding kaputt zu machen? Nee, auch nicht. Okay. So, nächste Möglichkeit hier für uns wäre das hier.
Jetzt könnte man über Culling Ritual nachdenken. Wir können aber auch einfach sagen, wir spielen nochmal einen Innkeeper. Finde ich okay. Das ist eine Sorcery. Die Lessons sind alle Sorcery. Okay, das geht jetzt schon mal nicht. Wir haben Infernal Grasp offen. Also wenn der Gegner zumindest dann nächste Runde vielleicht irgendwie Smoldering Egg flippen will, haben wir noch Infernal Grasp offen. Nochmal Divide by Zero. Annoying. Ziemlich annoying. Das ist halt einfach. Und wir haben auch wieder perfekt getappt. Also, wenn ich das mal so sagen darf. Vielen Dank an dieser Stelle. Hätten wir nochmal einen Prosperous Innkeeper droppen können. Ich meine, ist jetzt nicht so wichtig. Touché. Gegner hat aber auch einfach seine Landdrops gehittet, ne? Hatte wirklich nur zwei Länder auf der Starter und hat dann dreimal in Folge welche gehittet. Das ist schon wirklich beeindruckend. Da ist die Epiphany. Relativ safe, die Epiphany. Die will auch spielen. Also. Das darf passieren. Dann hätte ich jetzt hier ein Storm the Festival oder eine Epiphany im Angebot. Egal was, es wird alles gecountert. Das ist ein bisschen sad. Das ist ein bisschen sad. Was ist denn das am unwichtigsten tatsächlich? Wobei es muss nicht unbedingt gecountert werden. Ne? Aber ein Disdainful Stroke ist jetzt in der Regel immer im Main Deck vorhanden. Ja, spielen wir mal eine Chariot, oder? Lassen wir uns mal. Nix. Oh, wenn ich das gewusst hätte, ey. Wenn ich das gewusst hätte, dass da nix ist. Holy Smokes. Na gut. Mal gucken, ob jetzt nächste Runde dann Epiphany gemacht wird oder ob es da. Dragonsfire. Okay, das ist alles in Ordnung. Boah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich Storm the Festival gespielt. Ich habe mich nicht so getraut. Vielleicht ist das eine Lektion darin, nicht so ganz so ängstlich zu spielen. Vielleicht muss man einfach mal Dinge riskieren. Ja, könnte gut sein. Da wird jetzt Start from Scratch gespielt, klar. Haben wir aber immer noch ganz gut getauscht, aktuell, würde ich sagen. Macht eine Divination, ist ausgetappt. Oh, das wäre so schön. Ah, ich glaube, wir werden einfach mal jetzt, wenn ausgetappt ist, hier mal ein Storm the Festival rausknattern. Oh, das ist ja ein ziemlich schlechtes Storm the Festival. Das finde ich ja sehr angenehm. Nehme ich einfach zwei Länder. Mit zwei Ländern haben wir immerhin die Chance, dass wir relativ zeitnah das Storm the Festival flashbacken können. Alter, wirklich? Oh, jetzt kommt die Epiphanie aber. Ja. Gut, Epiphany mit nichts auf dem Board. Klar, ist immer noch nervig, aber ist jetzt nicht unschlagbar. Es ist jetzt kein irgendwie, kein Dragon Egg, was dadurch weiter wächst, kein Goldspan Dragon da und so weiter. Das ist aushaltbar. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Business in der Hand. Klar, wir werden jetzt nicht unbedingt einen Goldspan Dragon besiegen, so auf die Schnelle. Aber, ich meine, gut. Okay, Memory Deluge verhindert allerdings den Attack mit der Bugbear, den ich auf jeden Fall anstrengender hätte gefunden. So, mal gucken, ob noch ein Egg gelegt wird. Erstmal nehmen wir zwei. Nehme ich mal an. Okay, Land. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mana. Wir könnten Culling Ritual spielen für 2 Mana. Und dann könnten wir theoretisch alles noch spielen. Mal gucken, ob das Culling Ritual resolved. Falls das nicht resolven sollte, ist okay, dann spielen wir halt die Chariot hinterher. Das passiert aber. Ich mache schwarz-grün, bitte. Wird einmal ein Innkeeper resolven wollen. Dagegen würde unser Gegner vermutlich nichts haben. Eher was gegen die Chariot, die noch hinterherkommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn wir einen Landdrop hitten, haben wir danach aber Storm the Festival. Und wir haben ja auch immer eine Irons Epiphany. Da ist das Soil coming. Gut, 4, 5, 6, 7, 8. Das Deluge sorgt halt dafür, dass wir auch nicht unendlich Zeit haben. Weil dann so viel Kartenvorteil gemacht wird einfach. Da ist der Goldspan Dragon. Jetzt wird es ein bisschen ärgerlicher. Goldspan ist eine gute Magic-Karte. Ich glaube, das ist auch kein gutes Matchup für uns. Würde ich mal behaupten. Wow. Im Attack foretailed. Ich raste aus. Okay, wollen wir mal hoffen, dass es kein Counterspell ist, was? Es könnte natürlich ein Extra-Turn sein. Ich glaube, ich werde mal erstmal selber einen Extra-Turn spielen. Ist es ein Counterspell? Ist es ein Counterspell? Ist es ein Counterspell? Darf ich meine Epiphany resolven?
Hey, du extra Turns, ich extra Turns. Wir können uns da doch einfach abwechseln, oder nicht? Ist das nicht fair, wenn wir irgendwie beide mitmachen? Gegner sagt nein. Okay, ja, dann habe ich ein Problem. Ah, das ist kein gutes Matchup für uns. Gegner ist eher so ein Tempo-Deck, hat viele Counterspells gegen all unsere Karten und dann halt macht halt Tempo mit Fliegern. Das ist jetzt hier ein extra Turn, dann sind wir tot, oder? Wir nehmen 4, wir nehmen 6, wir nehmen. Nee, wir sind nicht hundertprozentig tot, nur sehr tot. Hätte da nicht vielleicht schon der Den mit angreifen müssen, wenn jetzt der extra zukommt? Ja, Gegner hat gemisplayed. Gegner muss mit Den angreifen und dann hat er gewonnen. So gehen wir tendenziell mit der Den-Aktivierung auf. Nee, stimmt gar nicht. Ich hätte auch mit Leer blocken können. Ich hätte auch mit der Leer blocken können. Okay, nee, ich nehme alles zurück. Ah, es ist trotzdem ungewinnbar. Wir müssen halt einen Ren ziehen. Wenn ein Ren Resolve, die Ren-Tokens sind für das Is it Dragon Stack sehr, sehr schwer zu besiegen, gerade wenn man keine Burning Hands Main Deck hat, was eigentlich die Regel ist. Aber hier jetzt sind auch noch einfach 6 Mana offen. Ne? Goldspan Dragon ist halt auch einfach eine krasse Magic-Karte. Na gut, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall hitten wie Weltmeister mit unserem Storm the Festival. Ja, zum Beispiel hätten wir die Karte einfach mal hitten sollen. Okay, aber mal gucken. Vielleicht resolvet die auch einfach gar nicht. Vielleicht sagt der Gegner, er hat es wieder kommen sehen oder er divided by zero. Okay. Wir sind auf 2. Ich übernehme Goldspan Dragon und ich mache einen Renin 7 Token und dann gehe ich auf 3 und dann kann ich den und den blocken, dann bin ich nicht tot. Das geht tatsächlich. Nicht tot. Wir sind nicht tot. Das ist auf jeden Fall. Das war noch mal eine Möglichkeit, nicht zu sterben. Vielleicht. Okay, alles klar. No attacks. Und jetzt, wenn unsere Storm the Festivals nachrutschen. Also, der Gegner darf jetzt offensichtlich keinen. Oh, man. Gegner darf doch sowas nicht haben hier. Fading Hope, Mann. Das ist doch gut und lässt sogar oben. Ja, das stimmt mich nicht besonders glücklich. Ich meine, wir sind hier tendenziell auf 1, können beide Dens angreifen, ja, ne? Ja, es können beide Dens angreifen, dann sind wir tot. Aber wäre ich, glaube ich, auch so tot gewesen, oder? Dann kommen irgendwie 100 Attacker vorbeigeflogen. Ja, der Goldspan Dragon war zu stark. Wenn ich stattdessen Binding mache, das hilft, glaube ich, alles nichts. Oh boy. Okay. Gegner will mir einfach noch mehr Divide by Zero zeigen. Ja, alles klar. Dann können wir auch conceden. Kommt der Goldspan Dragon wieder und dann sind wir einfach tot. Schade. Schade, schade, schade. Sind aber auch nicht sonderlich gut gestartet. Ich denke, Go Blank ist nicht verkehrt. Skyclave Shade könnte okay sein. Koma müsste okay sein. Toski müsste okay sein. Test of Talents ist definitiv okay. Malevolent Hermit ist okay. Also einige gute Karten haben wir hier. Skyclave Shade finde ich tatsächlich in Ordnung. Den kann man immer mal reinlaufen lassen. Toski finde ich okay. Koma finde ich okay. Mitook Massacre und die Wrath-Effekte überzeugen mich hier jetzt definitiv nicht. Storm the Festival und Irons Epiphany sind halt so Karten, die einfach ein bisschen zu teuer sind, um sie durchzudrücken. Grafted Identity mit dem ganzen Bounce ist auch nicht so mega gut. Ich glaube, den Ramp behalten wir, das behalten wir alles. Dry Disruption, Inferno Grass finde ich okay. Eins zumindest. Man könnte noch mehr reinboarden gegen den Goldspan Dragon, aber wir haben auch noch 3 Bindings. Ich glaube, so ist okay. Erstmal so boarden und dann mal gucken, wie der Gegner adaptiert. Das ist ja auch immer so ein bisschen, man muss boarden auch immer davon abhängig machen, was der Gegner dann schlussendlich eigentlich zaubert. So, wir fangen an. Ja, Test of Talents, Ren und das Ding ist doch super. Keepen wir. Turn 1 Chasm, Turn 2 Haul. Und dann wird der Skyclave Shade erstmal ein bisschen ballern gehen, glaube ich. Gucken, was unser Gegner dagegen macht. Wahrscheinlich liegt unser Gegner Turn 2 in Egg und dann platze ich. Vielleicht lieber doch Malevolent Hermit jetzt. Ich weiß, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was besser ist, weil Skyclave Shade mehr Druck macht. Wenn jetzt ein Egg kommt, was mache ich denn gegen das Egg eigentlich? Hab ich das. War das dämlich von mir? Ha.
Ich habe nicht so richtig Antworten gegen das Egg eigentlich, ne? Möglicherweise gar nicht so ein schlauer Move, Kai. Ja, ich kann den noch nicht kickern. Ich kann den noch nicht kickern. Ja, lassen wir uns mal hier blaues Mana offen, würde ich sagen. Einfach für den möglichen Non-Creature-Spell. Okay. Snarl kommt direkt. Koma schon mal am Stissel. Ja, können wir mitarbeiten. Attack-Skis. Gut, nimmt halt jede Runde 2. Ist jetzt auch nicht so mega viel, tatsächlich. Ich glaube, ich lege die Disruption als Tapped Land. Denn ich brauche Länder. Ich brauche definitiv Länder. Und ich habe jetzt eh noch Test of Talents und den Malevolent Hermit. Dragonsfire da drauf. Tja, könnte man passieren lassen. Ändert jetzt auch nicht großartig was. Können wir es einfach passieren lassen. Können uns den Malevolent Hermit dann halt irgendwie zurückholen nächste Runde mit Test of Talents Backup. Und dann haben wir zumindest erstmal relativ safe. Boah, die Snarls sind so schlecht, ne? Dann haben wir einen relativ safe in Renin 7, wollte ich eigentlich sagen. Okay. Ja, das ist ja ein easy Move hier. Renin 7 hier zu spielen macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube, ich spiele lieber einen Benevolent Geist. Pass den Turn. Jetzt ist nichts mehr counterbar. Gut, wir haben natürlich ein Problem gegen Goldspan, ne? Goldspan resolved hier und dann müssen wir Binding the Old Gods spielen. Können nicht. Also ich meine, oder könnten wir Ren sogar spielen? Na, vielleicht können wir sogar Ren spielen. Shatterskull Smashing. Ja, das werden wir natürlich Test of Talentsen. Handkarten, Delusch, 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 Stroke. Okay, krass. Okay. Geil. Wichtig ist bei Test of Talents auch immer den einen aus dem Graveyard mitzunehmen. Also nicht, dass es jetzt viel macht, aber. Okay, Delusch, 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 Disdainful Stroke. Alles klar, habe ich verstanden. Dann müssen wir den jetzt allerdings auf jeden Fall handeln. Weil sonst räumt er uns ja alles ab. Und Disdainful Stroke ist so schlimm halt auch nicht mehr, weil wir ja den Benevolent Geist liegen haben. Also ich gehe mal davon aus, dass man jetzt vermutlich eine Delush casten muss. Nee, muss man nicht. Man hat natürlich das eine Removal gefunden. Klare Sache. Junge, ich könnte breaken. Natürlich muss man Delush nicht casten, sondern man findet halt Dragon. Alter, es ist einfach so sad. Ich hätte hier möglicherweise mit Lair of the Hydra angreifen sollen. Ja, ich hätte mit Lair of the Hydra angreifen sollen. Aber gut, Koma wird es eh richten, denke ich. Also jetzt ist. Gut, jetzt kommt eine Deluge mit Disdainful Stroke ab. Dann kommt Koma. Mein Austappen kann sich Juan Pablo hier nicht mehr. Das Spiel ist gewonnen, aber ich habe es nicht optimal gespielt. Ich hätte hier zumindest noch für zwei mehr angreifen sollen. Das war nicht perfekt. So, Creatures you control gain Death Touch. Uff, jetzt. Ibims, Le Koma. Die wird nicht Disdainful Stroked. Die könnte man die Weite bei Zeroen, aber dafür fehlt das Mana im Moment. Also alles okay, denke ich. Ja, da wird auch schon conceded. Ja, lohnt sich doch. Das One of Koma lohnt sich auf jeden Fall. Ich denke, geboardet haben wir okay. Go Blank könnte man drüber nachdenken. Denn es gibt schon einige Flashback-Karten. Go Blank ist vielleicht noch eine Karte, die ich akzeptieren kann. Was mit Toski? Toski finde ich aber auch gut. Toski wird nicht zerstört, zieht Karten. Ich kann hier sehen, einen Skyclave Shade zu cutten oder beide Skyclave Shades zu cutten, einen Go Blank weiter reinzutun und noch einen Infernal Grass, damit wir wieder noch eine Antwort mehr auf das Ei haben. Und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden tatsächlich. Malevolent Hermit hat auf jeden Fall seine Arbeit gemacht. Ja, sah gut aus. Wollen wir schauen, ob wir jetzt in Game 3 nochmal erfolgreich sein können. Waiting on your opponent. Klare Sache. Beide Epiphanies auf der Hand. Uncool. Und natürlich auch wieder. Ja, ich glaube, wir keepen das einfach mal. Wir haben Binding, wir haben alles Mana. Außer schwarz-grünes Mana, das haben wir noch nicht. So, die Frage hier ist jetzt: Lege ich Drowry Disruption oder nicht? Ich glaube, ich spare mir das noch eine Runde und lege einfach erstmal einen Chasm. Und hoffe jetzt, dass das Ei nicht kommt. Wenn das Ei jetzt kommt, muss ich brechen. Okay, kommt aber nicht. Okay. Dann lege ich hier jetzt die Haul. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, wenn das Ei nicht auf 2 gekommen ist, können wir hier eine Runde foretellen.
Und vielleicht können wir nächste Runde sogar nochmal foretellen. Expressive Iteration. Das wäre natürlich eine Karte gewesen, die ich auch gerne disrupte. Aber jetzt auch nicht so mega schlimm. Ich werde wahrscheinlich nächste Runde nochmal eine Iron's Epiphany foretellen. Je nachdem, was wir ziehen, ne? Wenn wir einen Hermit ziehen. Die kannst du nicht casten. Na ja, gut, dann wird einfach ein Land gelegt, ne? Das passiert mir auch ständig bei den Iterations. Ich suche Länder und ziehe keine Länder. Das ist der Klassiker. So. Und jetzt, ab nächster Runde wird es halt spannend. Ab nächster Runde müssen wir uns tendenziell. Egg müssen wir zerstören. Wenn wir dazu kommen, ne? Der Gegner hat hier aber einen Landdrop. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich ein Disdainful Stroke. Das ist natürlich sehr annoying. Was ich hier tun kann, ist den legen. Ich könnte die Karre legen und Majority. Ich könnte die Karre legen. Ich könnte Binding the Old Gods legen. Wenn ein Disdainful Stroke kommt und danach der Drache kommt, bin ich ziemlich safe tot. Also ich glaube, ich lege hier einfach das hin. Spiele um Disdainful Stroke herum und lass mir die Disruption offen. Hab in der nächsten Runde mit einem Landdrop potenziell die Möglichkeit, 4 Drop plus 2 Disruption zu haben. Wenn jetzt hier natürlich ein Removal-Spell kommt, ist natürlich auch ärgerlich. Aber ich kann hier, ich muss es einfach passieren lassen. Ich muss hier tatsächlich die Dry Disruption für den Goldspan Dragon offen lassen. Falls er jetzt kommt, bin ich einfach kaputt, ne? Wenn er nicht kommt, können wir vielleicht überlegen, ob wir nächste Runde ein Binding legen. Okay, Land ist auf jeden Fall am Stissel. Smoldering, es macht mir alles Probleme hier. Also es bereitet mir alles sehr, sehr viele Kopfschmerzen. Es wird nichts gelegt. Und wir hitten aber auch kein Land. Ja gut, Spielauswahl haben wir nicht. Ich kann hier nichts machen. Ich muss das jetzt ins System for Stroke laufen lassen und vermutlich werden wir an dem Drachen sterben. Ja. Was wir aber damit verhindert haben immerhin, und das ist auch ganz wichtig, Gegner konnte hier an der Stelle immerhin kein Memory Deluge casten, da ist Goldspan Dragon. Alles wie prophezeit, leider. Alles wie prophezeit. Ich hoffe, dass die letzte Karte jetzt, oder die letzten zwei Karten jetzt hier nicht noch ein Counterspell sind, sodass wir den Goldspan Dragon zumindest jetzt hier mit dem Binding abschießen können. Okay, dann sind wir noch nicht ganz verloren. Dadurch, dass kein Counterspell da ist, haben wir in der nächsten, haben wir auch erstmal ein paar extra Züge Zeit. Aber wahrscheinlich müssen wir erstmal Ren aufbauen. Weiß gar nicht, was der Gegner hier auf der Hand hat. Bock habe ich jetzt auf jeden Fall nicht. Bock auf den Ashmouth Dragon habe ich auf jeden Fall nicht. Memory Deluge war eine ziemlich gute Karte. Das könnte problematisch werden. Ashmouth Dragon geflippt ist so stark, macht so viel Damage. Kein Removal auf der Hand. Ren wird vermutlich. Ich gehe mal davon aus, dass einfach ein Counterspell gesucht wurde, weil man ist ja jetzt vorne. Man. Okay, womit können wir hier überhaupt noch was zünden? Also ich kann eine Iron's Epiphany legen, dann wird die vermutlich gecountert und ich nehme 4, 6. Tja, aber es wird eh alles gecountert. Der hat keinen Impact. Wir müssen es versuchen. Entweder Epiphany resolved oder nicht. Das ist einfach kein gutes Matchup für uns. Epiphany resolved ist schön. Okay, kriegen wir ein bisschen Breathing Room. Vielleicht. Noch ein Ren. Okay. Creatures you control gain Death Touch. Versuche ich es direkt nochmal mit einer Epiphany? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lege Ren. Da ist ein Stopp. Sagt man einfach, okay, Epiphany ist mir nicht wichtig genug, oder was? So. Erstmal ein Treefoker. Ich glaube, ich greife auch nicht an. Es hat nicht so viele. Ich meine, ich könnte angreifen. Aber ich gehe mal davon aus. Also, ja, wahrscheinlich hätte ich sogar angreifen können. Gerade überlegt, ob das vielleicht als Blocker. Vielleicht ist es nicht schlecht, den als Blocker zu haben. Auf der anderen Seite, also Ren wird jetzt auf jeden Fall an irgendwelchen Spells sterben, die vom Ashmouth Dragon, ja, bounce und dann 2 Damage auf Ren für ein Mana ist halt insane. Aber ich muss halt irgendwie eine Boardpräsenz aufbauen, bevor die zweite Epiphany Sinn macht. Warum kann Ren nicht auch Kreaturen removalen oder so? Das wäre so gut einfach.
Warum legt er einfach nur 7-7er hin und die sind eigentlich egal? Vor allen Dingen, wenn der Gegner Bounce hat. Dragon's Fire, 2 Damage auf Ren, okay. Das ist actually akzeptabel, zumal ich ja noch einen 7-7er in der Pipeline habe. Aber wir können auch theoretisch gewinnen. Ne? Man muss jetzt auch klar, wir haben jetzt noch einen Extrazug. Also gut, hängt auch immer davon ab, was der Gegner noch hat. Aber wenn jetzt hier irgendwie. Wir haben jetzt 9 Power auf dem Board, theoretisch 11 Power. Nächste Runde dann mit der Epiphany und nochmal eine Activation von der Hall of the Storm Giants oder so. Also da ist mit so viel Power auf dem Board und einem Extrazug ist auch relativ schnell Schicht bei 20 Lebenspunkten. Das kann halt auch immer mal funktionieren. Gegner hier auf jeden Fall tief im Panzer drin. Ein Burning Hands wird aber schon reichen. Burning Hands macht 6 Damage. Shattersky für 5 plus noch 2 drauf. Okay, das kostet aber ordentlich Resources. Das kostet allerdings sehr, sehr, sehr viel Resources und Gegner ist ausgetappt jetzt. Ich möchte jetzt jumpen. Und wir können dann, werden dann einfach noch einlegen, oder? Wenn wir schon dabei sind und das so viel Resources kostet, dann habe ich doch hier nochmal einen, hab ich doch hier noch mal einen 8-8er für dich. Da wirst du dich doch wahrscheinlich freuen. Und jetzt so Instant Speed Bounce. Oh, na, wollen wir mal hoffen. Expressive Iteration, wow. Das ist auf jeden Fall nicht der schlechteste Start, leider. Oh, dieser Drache ist so crazy. Dieser Drache ist so crazy, wenn man ihn nicht removen kann. Bitte kein Bounce, bitte kein Bounce, bitte kein Bounce, bitte kein Bounce. Jetzt gleich einfach schön mit extra Turns Dinge erledigen. Das ging sehr schnell. Bin mal gespannt, was geexiled wird. Land, okay. Das heißt erstmal nichts. 6 Mana offen. Aber der ist so wichtig, ne? Ohne das Treefolk-Gerät sind wir jetzt Sternenstaub. Also wir müssen den irgendwie beschützen. Smoldering Egg ist in Ordnung. Erstmal. Okay, da wird was verteilt. Das ist wahrscheinlich eine Epiphany oder so. Und noch ein Smoldering Egg. Okay, alles klar. Wir sind ausgetappt, Ladies and Gentlemen. Aber wenn unser Gegner nochmal drankommt, sind wir auch kaputt. Okay, alles klar. Das müssen wir jetzt irgendwie gut geschickt durchplanen. Land hilft schon mal nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mana. Offensichtlich greift der 8-8er an. Und wir müssen wahrscheinlich einen Extrazug machen. Also greifen wir erstmal mit dem 8-8er an. Und dann gucken wir mal. Können wir der Chariot irgendwie Haste geben oder so? Okay, Block mit einem Egg finde ich schon mal sehr sexy. Dann kommt gleich nicht noch so ein Drache uns entgegen. Ja, müssen wir machen. Führt kein Weg dran vorbei. Prosperous Innkeeper gibt uns immerhin ein bisschen Leben zurück. Okay, warte mal. Lass mal kurz überlegen. Wir haben angenommen, 6 Mana sind verbucht. Dann kann ich auch nichts mehr damit machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich Innkeeper und Chariot schon legen muss. Er wird ja jetzt nicht nochmal blocken. Ja, genau. Zwei Drachen werden halt irgendwie schon benötigt. Oh mein Gott, dieser Extrazug. Dafür sind wir tot? Also Extrazug, 2 Damage hier drauf. Dann nächste Runde das, 2 Damage, 2 Damage. Und dann nehme ich. Ich glaube, ich bin nicht tot, wenn nichts passiert. Wenn das ein Zoid Coming ist, wäre natürlich geil. Aber es ist kein Zoid Coming. Moment, warte mal, das sind nur 6, oder? Man kriegt nur so viel, wie man dafür bezahlt, richtig? Das heißt, der Smoldering Egg flippt nicht. Moment, 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 Moment. Das ist also noch. Das flippt noch nicht. Ich meine, nächste Runde wird es flippen, aber das kann jetzt noch nicht angreifen, immerhin. Okay. Tja, ich glaube, man überlegt hier, ob man den Innkeeper nimmt, das Gesicht nimmt oder einen Vogel nimmt. Und ich werde, solange ich kann, auf jeden Fall jumpen. So, gibt es einen Extrazug? Zwei Vögel. Mann, Irons Epiphany ist so eine crazy Karte. Ich werde auf jeden Fall jumpen. Nächste Runde gibt es einen Memory Deluge. So, und dann sind wir tot, oder nicht?
Memory Deluge, 2 Damage hier drauf. Ich nehme 10. Wenn dann noch ein Spell gefunden wird, bin ich einfach tot, ne? Meint ihr eine 7 Mana? Okay, wird gar nicht genutzt. Ist vielleicht sogar besser, die Deluge nicht zu nutzen, ne? Aber das reicht schon, oder? 2 Mana, das flippt. Und dann jetzt Deluge sind 4, sind, ja, sind, ist Lethal. Egal, was jetzt noch gefunden wird, ist Lethal. Alter, ein Removal gefunden einfach. Oh, sad. Juan Pablo Art Lopez. Ja, das Izzet-Deck ist einfach gut gegen solche Ramp-Decks, die auch kein Removal spielen. Ne? Also, wenn der Ashmoth Dragon einfach flippen kann und man die Drachen da so rumliegen lassen kann, das mag halt vielleicht gut sein gegen andere Decks, aber gegen das, was wir haben, ist einfach nicht gut genug. Aber vielleicht sieht unser Gegner das Lethal ja auch nicht. Das muss man dann natürlich noch immer berücksichtigen. Vielleicht sieht er es nicht. Oder sie. Wir haben keine Handkarten mehr. Es ist halt einfach vorbei. Please don't kill me. Kill Prosperous Innkeeper. One time. Okay, Divide by Zero reicht ja auch. Solange du an den Kopf schießt, ja. Und jetzt noch Shatterskull Smashing kann man ja auch noch spielen. Jetzt kann auch noch irgendwas Schlimmes gelernt werden. Okay, also ich glaube, im Gegner sieht es jetzt zumindest. Jetzt, wo noch ein Spell möglich ist, ist glaube ich auf jeden Fall vorbei. Macht der denn jetzt hier noch so einen Aufstand? Greift doch einfach mit allen Kreaturen an. Dann ist vorbei. Ich habe hier eine Audience, die nicht gelangweilt werden möchte. Juan Pablo, ganz ehrlich. Wir haben hier eine Audience, die nicht gelangweilt werden möchte. Kannst du dich ein bisschen beeilen? Come on. Das ist doch nicht so schwer. Einfach mit allen Kreaturen angreifen. Ja, ich glaube, jetzt ist es aber wirklich. Jetzt ist es vermutlich gesehen. Junge, 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 Junge. Ja, okay, alles klar. Können wir conceden? Gegner hat es geschafft. Schade, schade. Es sah zwischenzeitlich wieder okay aus. Bisschen ärgerlich. Naja, gut. Ein Rebound-Match gönnen wir uns noch. Bis gleich. So, Runde 2, wir dürfen anfangen. Wir spielen gegen FC Mark und wir haben 6 Länder und eine Epiphany. Tja, also irgendwie bin ich noch nicht so ganz damit einverstanden mit der Varianz, die in meiner Länderanzahl in Starthänden ist. Ich nehme jetzt hier mal einen Mulligan. Ja, gut, ich meine, besser wird es vermutlich nicht. Einen Innkeeper weg. Und dann hoffen wir mal, dass wir einen Turn 4 Ren haben. Am besten noch gepaart mit einer Turn 3 Chariot, was nicht so wahrscheinlich ist. Gucken, was FC Mark so sagt. Ist auch Nummer 250, gar nicht schlecht. Ich will nicht schon wieder gegen das Izzet-Deck spielen. Das ist so ein schlechtes Matchup für uns. Also sowohl Izzet Dragons als auch Izzet Control ist einfach kein gutes Matchup für uns. Blaues Land schon wieder so ein bisschen. Gehe ich schon wieder mit gemischten Gefühlen dran. Oh Mann, ey. Spielt das jetzt jeder auf der Ladder? Das wäre ein bisschen ärgerlich. Dann empfehle ich nicht, Sultai Ramp auf der Ladder zu spielen. Ich empfehle Sultai Ramp auf der Ladder zu spielen, wenn alle rampen wollen. Wenn alle rampen wollen und alle sozusagen Issigas Chariot spielen, dann kann ich es euch nur ans Herz legen, zu sagen, ja gut, dann gehen wir halt over the top mit Rampen und Iron's Epiphany. Wenn alle blau-rote Kontrolle spielen, entlege ich euch nicht ans Herz. Müsst ihr schauen, was ihr so bei euch im Bereich, also wo auch immer ihr spielt, Mythic, Diamond, Platin oder so seht. Das ist, glaube ich, nur für eine sehr spezielle Meta anwendbar. Okay. Spikefield Hazard. Okay. Na gut, akzeptiere ich. Kann man überlegen, ob man. Also, ich glaube, jetzt verstehe ich auch, warum FC Mark so ein bisschen länger überlegt hat. Ja. Ja, gut, ne? Wir werden mal. Ich meine, wir haben ja eh nicht viel Choices. Wir legen einfach mal Ren in 7 und wenn der gecountert wird, machen wir in das ganze Spiel über nie wieder was. Dann ist das halt so. Die letzten Videos, die ich hochgeladen habe, sind alle sehr erfolgreich, auf jeden Fall. Na gut. Na gut, jetzt bräuchte ich ein grünes Mana, sonst müssen wir einfach gar nicht mehr mitspielen. Das wäre sehr angenehm tatsächlich, Schaffler. Nee, lieber noch eine triple grüne Karte. Ich könnte Culling Ritual spielen,
um den einfach in den Graveyard zu legen. Ja, Memory Deluge, perfekt. Ja. Removal, Counterspell, Card Advantage. Fertig. Mehr muss man einfach gar nicht machen. Damit besiegt man auf jeden Fall diesen Chariot Style of Life sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, trotzdem ist das einfach ein solides Deck noch. Und wenn ihr auf mehr Leute trefft, die auch noch die Karren spielen, die Cadillacs spielen, dann kann man das einfach immer zocken. Also. CEO, mal gucken, ob wir ein Land gefunden haben hier an der Stelle von FC Mark. Würde ich schon schätzen. Ja, da ist auch das Land, da ist der Mountain. Sehr gut. Dann sind wir an der Land Drop Front auf jeden Fall auch safe. Binding, alles klar. Ich gehe mal ins nächste Game. Es hat tatsächlich einfach keinen Sinn, das hier weiterzuspielen. So, Gegner hat noch 7 Handkarten und noch eine Deluge im Sideboard. Noch eine Deluge im Graveyard. Da müssen wir einfach nicht weitermachen. Ich mach so, wie ich gerade auch geboardet habe. Ich glaube aber, hier kann ich tatsächlich jetzt wirklich die Grasps und so ein bisschen die Bindings rausnehmen, weil einfach über andere Sachen gewonnen wird. Culling Ritual brauchen wir auch nicht unbedingt. Meathook Massacre sieht nur so, geht so gut aus. Vielleicht ein sowas hier von ein bisschen was cutten. Oh, achso, Grafted Identity brauche ich auch nicht, Entschuldigung. Außer der Gegner spielt jetzt natürlich wieder ganz viele Kreaturen nach dem Board, davon gehe ich aber nicht aus. Das andere, was wir gerade gesehen haben, war definitiv noch eine Izzet Dragons Liste. Jetzt sind wir eher so bei Izzet Control angekommen. Die spielen eigentlich gar keine Kreaturen und gewinnen darüber, dass sie Extra Turns kopieren. Und dann irgendwie Iron's Epiphany into Galvanic Iteration Iron's Epiphany. Und dann hat man irgendwie, keine Ahnung, plötzlich 3, 4 Extra-Züge und dann gewinnen auch diese 1-1 Vögel. Aber 1-1 Vögel muss ich jetzt auch nicht unbedingt mit der Galvanic Iteration übernehmen. Dementsprechend, nicht mit der Galvanic Iteration, mit der Grafted Identity übernehmen. Ich glaube, da komme ich auch ganz so mit, komme ich auch ohne Removal mit zurecht. Skullcave Shade müsste gut sein, Toski müsste gut sein, kann nicht gecountert werden. Die Karten muss man dann natürlich auch ziehen, aber. Vielleicht klappt das ja. Wir dürfen noch mal anfangen. Sehr schön. Ja, es ist halt eine Hand, die egal ist. Aber ich glaube, man kann sie auch nicht mulligen. Also Turn 2 Rootkoy Keeper, Turn 3 vielleicht 2 Prosperous Innkeeper. Und dann können wir Renan 7 legen. Wenn der gecountert wird, haben wir wieder nichts. Aber wir werden ja auch irgendwas von oben nachziehen. FC Mark auf jeden Fall hier auch schon mal mit dem ersten Mulligan. Das ist zumindest ein kleiner Lichtblick für uns. Bark Channel Pathway into Rootkoy Creeper. Ist auch eigentlich eine echt gute Magic-Karte. Wenn sie jetzt nicht sterben würde, wäre es wirklich eine sehr gute Magic-Karte. Nochmal kurz durchgelesen und dann abgeschossen. Klassiker. Issika's Chariot. Das wäre natürlich schön gewesen. Könnte man nächste Runde auch spielen. Aber ich glaube, wir werden vielleicht erstmal Renan 7 legen. Andere Möglichkeit ist Innkeeper into Issika's Chariot. Na, ich versuch's mal mit der Chariot. Ich gehe mal davon aus, dass sie gecountert wird. Sollte sie resolven. Ich meine, sollte sie resolven, wäre natürlich gut. Sollte sie nicht resolven, ist halt so. Aber was. Ich kann halt nicht irgendwie Zug 3 sagen oder Zug 4 sagen. Ich spiele einen Prosperous Innkeeper Go. Hat der Gegner einfach zu viele Möglichkeiten, über Consider oder sowas seinen Draw auszusmoothen. Wir müssen auf jeden Fall Fragen stellen. Issika's Chariot scheint eine Frage zu sein, die unser Gegner irgendwie beantworten kann. Denn sonst wäre die vermutlich gecountert worden. Gibt es ja diverse Möglichkeiten. Gute Antwort zum Beispiel wäre hier Prismari Command. Also einfach so eine Katze zerstören und das Issika's Chariot zu zerstören. Von daher kann es gut sein, dass der Prismari Command auf der Hand ist. Spielen die Decks, glaube ich, auch sogar viermal, wenn mich nicht alles täuscht. Was schon eine Menge ist. Na, Issika's Chariot wird auf jeden Fall schon mal angetargetet. Da ist der Prismari Command. Es wird auch das Artefakt zerstört, aber es wird lieber gerammt, was ich auch nachvollziehen kann. Kann man ein bisschen schneller in die Extra Turns gehen. Klar, Goldspan. Gut, dann werden wir jetzt versuchen, Renan 7 zu resolven. Wenn der nicht resolved, wird das ein relativ kurzes Solaris Climb. Oder was heißt relativ kurz? Dann. Ist zumindest jetzt gleich zu Ende. Oh, klar. Okay.
Jetzt würde ich sagen, sollte unser Gegner aber auch schon Land into Attack. Nee, nicht. Guck mal, haben wir gar nicht gesehen, die ganzen Karten bisher. Game 1 so die Ultra-Kontrollliste gezeigt. Komur. Komur wäre vielleicht noch eine Karte, mit der wir was machen können. Guter Topdeck. Definitiv wahrscheinlich bestmöglicher Topdeck. Und vielleicht hat der Gegner noch eine zweite Burning Hands auf der Hand und dann ist auch plötzlich nicht mehr so geil. Eine Burning Hands wurde gespielt. Müssen wir mal schauen. Spikefield Hazard, okay, ja. Letzte Handkarte, anscheinend keine Burning Hands. So, Frage hier ist, lassen wir Goldspan attacken oder nicht? Ich glaube nicht. Klar, wir machen jetzt einmal Shields down für Koma, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Und dann gehen wir jetzt auch mal rein hier. Okay, da wird schon mal geblockt. Ich glaube, Koma besiegt das Deck vermutlich nicht. Prosperous Innkeeper hier. Sehr schön, nochmal ein bisschen Life Gain hinterher. Haben wir nochmal Glück gehabt. Vielleicht gehen wir doch noch in Game 3. Koma war schon ein ziemlich guter Draw. Always lucky. Naja, sagen wir zumindest mal sometimes lucky. Puh, okay, Koma hat dann doch nochmal ein bisschen was rausgeholt. Koma auch super wichtig einfach. Ohne die machen wir hier gar nichts. Ja gut, ist vielleicht doch noch entscheidend, hier ein paar Sachen drin zu haben. Skyclave Shade vielleicht gar nicht so überragend gegen 0-4er. Infernal Grass doch so als Removal-Spell dann doch vielleicht noch geeignet. Eine Epiphany rausnehmen und vielleicht noch ein Infernal Grass mehr spielen. Man kann auch hier was von den Rampern cutten, um vielleicht doch die Bindings wieder drin zu lassen. Die Ramper werden halt auch einfach nur abgeschossen. Ja, so vielleicht. Grafted Identity ist, glaube ich, dadurch, dass wir es eigentlich nur mit Storm the Festival ins Spiel bringen wollen, glaube ich, ein bisschen zu narrow. Und vielleicht hat der Gegner auch Bounce. Ich glaube, das müssen wir nicht riskieren hier. Ah ja, da sind wir wieder. Das ist ja eine tolle Hand. Ich verstehe Magic nicht. Manchmal verstehe ich Magic einfach nicht. So dumm, irgendwie. So dumm und so schade. Naja, Turn 2 legen wir mal ein Tangled Florahedron. Das ist so witzig, irgendwie. Okay. Turn 3 dann vielleicht Malevolent Hermit. Okay, Länder haben wir auf jeden Fall genug. Ich guck mal, ob der Malevolent Hermit. Ja, wir legen erstmal in den Keeper. Da sollte der Gegner eigentlich nichts gegen haben. Gegen Malevolent Hermit könnte der Gegner was haben. Wenn es gecountert wird, holen wir halt unseren Benevolent Geist zurück. Und dann sind wir auch schon relativ nah an Extrazügen. Sehr schön. Wir haben jetzt hier auch durch den Treasure tatsächlich die Möglichkeit, den Hermit zu aktivieren, falls irgendwas Schlimmes passieren sollte. Wird was vertellt. Klare Geschichte. Wir haben mehr Landos und geben Gas, würde ich sagen. Auf geht's. Noch nie mit so einer krassen Squad angegriffen hier. Und wir vertellen auch was. Dann haben wir nächste Runde nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana und können Irons Epiphany mit Malevolent Hermit Backup casten. Vielleicht. Okay, Gegner macht nichts. Gegner könnte jetzt natürlich einen Stormwrath Dragon. Ich verwechsel die mal. Goldspan Dragon legen. Noch ein Land gefunden. Ne? Ist ja klasse. Würde ich sagen, versuchen wir es doch einfach mal mit Irons Epiphany. Ja, wenn das negated wird, ist auch nicht so gut, ne? Negate können wir nicht so richtig countern. Greifen wir doch einfach erstmal an. Und dann passen wir den Turn. Burning Hands, na gut.
Ja, was uns geholfen hätte, wäre irgendwie ins Bell zu ziehen. Jetzt wird wahrscheinlich einfach extra Turn gemacht und dann haben wir verloren. Okay, Gegner überlegt ein bisschen. Vielleicht doch kein extra Turn. Oder es fehlt das sechste Land für ein extra Turn. Das Wandering Egg, okay. Oder das sechste Land ist ein Snarl. Nee, ist nicht. Gibt sich hier noch einfach eine Runde Zeit. Okay. Ich spiele den Malevolent Hermit. Und die Issikas Chariot. Kann nicht gecountert werden. Okay, Burning Hands. Und dann noch das Negate oder Disdainful Stroke. Und dann jetzt als letzte Karte den Extrazug. Dann muss ich sagen, ist unser Gegner sehr impressive unterwegs. Also da kann ich wirklich sehr wenig gegen sagen. Ist einfach rock solid Display. Alter! Oh Gott, ey. Aber wir haben dafür immerhin ein paar Länder gezogen. Das ist gut. Ja, perfekt. Das sind dann auch exakt 14. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Und unser Gegner sagt auch noch Good Game, bevor wir es sagen können. Also was ist das für ein Erlebnis gewesen? Ganz ehrlich. Wir haben keine Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Wir haben immer mal Liegens gemacht. Und unsere Gegner sind auch noch unfreundlich. Das Gefühl, der Zauber von Innistrad Midnight Hunt ist so ein bisschen weg. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen was mitnehmen von Sultai Ramp und gegen welche Matchups es einigermaßen gut ist und gegen welche Matchups es eher einschiebt. Und naja, das war's auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, ihr hattet Bock. Wie immer, Deckliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Daumen hoch Knopf ist auch da. Abo Knopf ist auch da. Bis zum nächsten Mal. Euer Solaris. Tschüss.